Hallo und herzlich willkommen zu Horizon Forbidden West. Ja, und ihr habt es in der letzten Folge gesehen. Also, ich habe noch mal ein bisschen was dazu gesagt. Ne? Aber mein Fail war drin. Ne? Zu meiner Überraschung war nur ein Fail. Ne? Also, ein Fehlversuch noch und dann hat es geklappt. Deswegen habe ich mich auch entschlossen, das nicht großartig da noch zu verändern. So, eine andere Sache. Ihr seht, Schmiedestoß, gehe zu einer Werkbank. Ich war mal wieder fleißig. Und ja, ging eigentlich ratzfatz. Ne? Also Frostclown wieder, ne? Ein paar von diesen Bebenzahnviechern umballern. Ne? Alles andere hier und dann Spitzenschlachtrücken. Das größte Problem bei der ganzen Sache ist immer, ja, die Spitzenvarianten tauchen immer nur in der Nacht auf. Ist aber nicht garantiert, dass die immer in der Nacht auftauchen. Ja, also ich bin schon mal dahin geflogen in der Nacht zum Spitzenschlachtrücken und dann war das normaler, dann kann ich wieder wegfliegen. Ja, deswegen mache ich es auch nicht im Let's Play, weil, ja, ist halt so eine Fleißaufgabe. Ne? Ist ja auch nicht garantiert, dass wenn ihr so ein Spitzenschlachtrückenvieh findet, dass dann eben auch ein Spitzenschlachtrückenherz da drin ist. Ne? Ich musste zum Beispiel Krokodile. Spitzenkrokodile brauchte ich. Ne? Ich weiß jetzt nicht, wie sie wirklich heißen. So. Und da bin ich an den Spot hin. Da waren drei, auch dreimal Spitze, ne? Aber nur zwei von denen hatten eben auch so ein Spitzen-Krokodilherz dabei. Ne? Das dritte leider nicht. Jedenfalls haben wir das jetzt fertig. So, und zu meiner großen Überraschung ist mir aufgefallen, dass ich einen Himmelstöter im Inventar habe. Also einen legendären Stachelwerfer, und da wusste ich nicht, Wo ist das Teil eigentlich her? Und da musste ich nachgucken. Ne? Und ich weiß nicht, vor zwei, drei Folgen haben wir mal hier ja, zwei Quennen geholfen, einen Kreiselkompass ja, zu reparieren oder zu bekommen, wie auch immer. Ne? So. Und da war das wohl die Questbelohnung. Ne? Ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, oder kann sein, dass das mir aufgefallen ist, dass der Stand Himmelstöter erhalten. Aber woher soll ich wissen, was das ist? Ne? Mir ist es nur halt aufgefallen. Dass das Teil plötzlich in meinem Inventar gewesen ist. So, und wenn wir dann mal. Also. Wo haben wir? Waffen. So, dann haben wir einen legendären Jagdbogen, einen legendären Bolzenschießer, einen legendären also legendären Scharfschützenbogen, voll aufgetunt, legendären Jägerbogen, voll aufgetunt, Bolzenschießer, legendär, halb aufgetunt, und den, ja, der hat halt eklige Sachen, die ich da jagen muss. Ich glaube wieder Feuer. Was ist das? Schmiedestoß. Okay. Was buttern wir denn da rein? Folgeangriff. Nö. Niederschlagschaden. Erhöht den Schaden gegen zu Boden gebrachte Gegner. Nö. Okay, dann nehme ich hier nochmal 12% Stoßschaden, ne? Ist das gut? 270. Der macht mehr Abriss als die anderen Dinger. Der ist nur recht teuer, muss ich sagen. Also ich habe da gerade mit den Schlachtrücken mit erledigt. Das war teuer, muss ich sagen. So. Ja, und wenn wir dann mal schauen. Legendär, 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 legendär. Sehr selten und sehr selten. Also nur noch die beiden. Äh,
die beiden schleudern. Ja. So. Jetzt habe ich geguckt, was wir in dieser Folge machen. So, und dann fiel mir auf, hier ist noch ein ganzes Gebiet komplett unentdeckt. Hier haben wir wohl, hat uns irgendeiner was erzählt. Und da ist eine unbekannte Brutstätte. Ne? Deswegen, da werden wir uns jetzt mal hinbegeben. Einfach so, ohne Quest, ohne alles. Einfach zack, bumm in die Richtung. Mal so eben im Vorbeigehen. Aber cool, ne? Kriegst eine legendäre Waffe und merkst es gar nicht. Hier krumpelt das aber ganz schön. Also hier den Weg sind wir schon mal lang gegangen, das weiß ich. Endlich erwische ich mal so einen Hase, ey. Die sind sonst immer so verdammt schnell. Toll. Wollte schon sagen. Ich könnte Schockmunition benutzen. Säuredornrücken. Irgendwie kriege ich nur die Dicken. Ich wollte eigentlich mal wieder einen Stürmer. Aber es gibt wohl immer nur die Dicken. So. Jetzt ist es bekannt. Ich will mal gerade schauen. Habe ich echt keine? Also hier gibt es auch Reliktruinen, Brutstätten. Ne, die ist nicht... Die ist nicht verzeichnet. Na gut, dann einfach weiter. Aber das Symbol ist da, ne? Von daher, ich denke mal, irgendjemand hat mir davon erzählt oder so, ne? Kalle, bleib mal. Bleib mal geschmeidig, ja? So. Wow, was war das denn?
Bist du sauer? Alles wieder gut, Junge. Alles wieder gut. Jetzt bleib aber... Vielleicht sollte ich den echt nicht auf aggressiv stellen. Der war mir nur sonst... War der mir zu passiv, ne? Tja, Häschen. Was ist das? Grünglanz? Auch schön. Nimmt man auch gerne. Was ist denn los, Junge? Bleib doch mal entspannt. Ein Vorrat schadet nie. Eine Blutstätten-Tür. Aber anders. Die lässt sich nicht hacken. Ich muss einen anderen Eingang finden. Echt jetzt? Anderen Eingang. Finde einen anderen Eingang. Es ist so toll, das Game, ne? Deswegen, ich habe ja die Brutstätten, die mochte ich ja schon immer, ne? Aber, jetzt sind die ja noch geiler, ne? Die sind ja jedes Mal jetzt wirklich anders. Er ist total aufgeregt. Der Spalt ist riesig. Junge. Als wäre die Erde schnell aufgebrochen. Was ist denn los? Junge. Ich wollte eigentlich warten, bis du von der Säure aufgefressen wirst, aber... Kalle, du musst an deinen Aggressionen arbeiten. Komm mal her. Ach so, und ich habe irgendwie wenig Kohle. Ich weiß nicht, was ich mit der Kohle gemacht habe. Ich weiß nicht, ob die Upgrades mittlerweile so teuer sind. Ich kann es nicht... beantworten. Naja, also. Ist noch kein Problem. Ich glaube, wird auch kein Problem mehr, aber ist mir aufgefallen, ne? Weil, ich weiß nicht. Vorher hatten wir richtig noch was auf der hohen Kante. Tja, und plötzlich bin ich bei 7,8. Ist das cool. Ist das cool. Iota. Das muss die Brutstätte sein, die ich von oben nicht erwarten konnte. Sie kam aus. War wahrscheinlich auch das Erdbeben. Hoffentlich ist der Kern noch intakt. Tja. Fliegen. Ich weiß jetzt nicht, ob du anfällig bist für Säure, aber... Ja, so kann's gehen, Junge. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich richtig geflogen bin. Ich habe nur den...
Weil da ist ja auch noch so ein Haken, ne? Rahmenschmelzer. Automatisierter Maschinenfertiger. Kleines Vorrat. Wenn ich da runterfalle, bin ich tot. Fertig für. Aber da sind Pilze und da ist Ding. Ist egal. Ich guck erstmal, was hier ist. Diese Schmieden. Vielleicht kann ich über sie zur anderen Seite klettern. Klettere über die Schmieden. Da könnt ihr mich reinhacken. Ja, mach doch mal. Da sollte ich gut klettern können. Ohne Witz, ich habe jetzt gedacht, das ist wie in der ersten Brutstätte, die ich da hatte. Oh, es sieht richtig aus. Diese Dinger kommen sich immer näher. Mit einem Sprung könnte ich es aufs nächste schaffen. Ja, wie? Ich drück schon verzweifelt Kreis. Aha. Nee, nicht da lang. Nee. Tricky. Nee. Ich klettere nur mal darüber. Nein, nicht da lang. Ganz rüber. Wow, 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 wow. Cool. Einfach cool. Ich meine, diese tricky Kletterpassagen, die brauche ich nicht. Ne? Also, wo du nicht genau weißt, wie denn jetzt. Was wollen die jetzt von mir? Ne? Die brauche ich nicht unbedingt, aber ansonsten haben die das schon verdammt cool gemacht. Die Beschädigung einer Lüftung erzeugt ein Tarngebiet. Aha.
Feuer kann hier nichts ausrichten. Boah, aber ich hab einen Bogen. Und extra Tarnschaden. Was bist du? Ja, mit dem richtigen Bogen, ne? Damit komme ich vielleicht hoch zur Lüftung. Mhm. Ui, da geht's tief runter. Ein Spitzengräber. Ist auch nix. Ich weiß nicht, wie lange. Ach komm. Na, war klar. War klar, weißt du? In dem Moment, wo ich dann entscheide, jo, mach mal. Ui. Was wird hier also hergestellt? Langhals oder was? Das Erdbeben muss den Prozess unterbrochen haben. Ja, das ist nicht gut, ne? So ein Langhals. In Ordnung. Sonst kann mit da auch nichts, ne? Komm, wir machen mal den. Den habe ich schon so ewig nicht mehr gemacht. Seitdem ich den Gleitflügel da habe. Ich muss nur den Kern freilegen und die Überbrückung holen. Tja. Was sagst du so? Nur. Sein. Ein Roller. Du Mare. Hör doch mal auf jetzt! Keine Munition mehr! Stirb! Zeit für die Überbrückungen! Tja, das war easy, ne?
Aber der hätte Ärger machen können. Bitte? Kein Herz dabei, ne? Kein Herz dabei. Ich meine, ist auch kein Spitzenrollrücken gewesen. Ich brauche einen anderen Weg. Diese Maschinenüberbrückungen sollten nützlich sein. Haha, Sprungschläger. Grauhabicht. Lanzenhorn. Langbein. Krallenschreiter. Ich muss wohl einige der Überbrückungen wiederherstellen. Zu blockieren. Ich muss einen anderen Ausgang finden. Ernsthaft? Ein Langhals. Ein Ausgang, aber ein Vorratslager. Unter dem Kern scheint Platz zu sein. Vielleicht kann ich mich durchquetschen. Ich hab gedacht, wir reparieren den Langhals, Eloy. So, ich will jetzt aber mal was schauen. Was ist das? Achso, da ist der Flughorn. Krallenschreiter, wo ist er? Da ist er. Entsperrt! Reitbare Maschine! Ja, geil! Ist hier sonst noch was? Nee, war. Ah, doch, da. Wer den Pfennig nicht ehrt, ne? Ja, sauber. Krallenschreiter. Ups. Fällst du hier runter, wenn ich dich zu weit nach vorne drücke? Boah. Fast geschafft. Wow, 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 wow. Das mache ich kein zweites Mal. So cool, ne? Ich mag die Brutstätten. Ich mag sie einfach. Sie sind einfach coole Dinger.
Guckst du nicht mehr. Ich freue mich gerade, ne, dass ich so einen Gräber mit zwei Schüssen wegmache. Bei YouTube gibt Leute, die machen Feuerklauen mit zwei Schüssen weg, auch auf normal. Zwar mit dem bösen Bogen, aber... Ist wie das, ne? Ja, warum denn nicht? Ist schade, eigentlich. Diese Lüftungen helfen mir hinüber, wenn ich es richtig ablasse. Das war ein Satz mit X. Wo willst du denn überhaupt hin, Eloy? Spring mal darüber. Ah, verdammt, ey. Ich wollte mich da erstmal festhalten. Schätz mal da hinten hin, ne? Macht's ja wieder so einen komischen Satz rüber. Ey! Och, meine Fräse, ey. Geht das schon wieder los? Wieder so ein Drecks-Parcours-Scheiß. Mann, ey. Das ist nervig. Ups, was war das denn? Du wirst gleich vom Spiel bestraft. Wenn du anfängst zu mosern, wirst du gleich bestraft. Da muss ich wohl rüber, oder? Diese Lüftungen helfen mir hinüber, wenn ich es richtig abpasse. Wäre super! Alter! Mal, ey, ich hasse... Ey, das sind wirklich... Ohne Witz, ne? Die eine Folge und in der Brutstätte und jetzt schon wieder so ein Scheiß. Ey, da gehe ich vor die Hunde. Wirklich. Das ist so nervtötend. Ne, vor allem...
Hat ja noch nicht mal was mit Skill zu tun, ne? Ist ja einfach nur... Ja, ist klar. Du solltest eigentlich nur hier... die Brücke rausfahren. Meine Fräse, ey. Ich hasse so einen Scheiß, wirklich. Ich hasse so einen Scheiß. Diese Lüftungen helfen mir hinüber, wenn ich es richtig abpasse. Krebs, ey. Chris Krebs war so ein Scheiß. Wisst ihr, was der Trick ist? Das ist mir nämlich beim letzten Mal aufgefallen. Hey, wisst ihr, was der Trick ist? Komm, mach nochmal auf hier. Hey, das ist mir nämlich beim letzten Mal aufgefallen, als ich die Folge nachgeguckt habe. Ihr müsst von dem abspringen, wo keine Beleuchtung dran ist. Wenn ihr das von hier oben versucht, fällt die immer wie so einen nassen Sack nach unten. Das ist so nervtötend, ne? Was glotzt du jetzt da? Junge. Der einzige Weg hinüber führt nach oben. Ja, und? Deswegen sage ich, hat nichts mit Skill zu tun. Ne? Ich wusste es jetzt nur, weil ich jetzt, ja, in der einen Folge, wo ich weiß ich nicht, 12.000 Versuche gebraucht habe, ne? Da ist es mir dann aufgefallen, weil beim erfolgreichen Versuch bin ich dann von dem nicht leuchtenden Dingen abgesprungen. So. Alles klar, wir setzen ihn wohl doch zusammen, wa? Da ist noch einer. Kriegst du auch alles, was du brauchst. Und wir haben einen weiteren Typen gescannt, ne? Was fehlt denn jetzt noch? Ja. Einer noch, oder was? Ne, immer noch. Was? Fünf? Waren das nicht mal drei?
Die sind so cool, die Brutstätten, ne? So cool. So. Löse den Langhals. Wie löse ich den denn? Menschliches Gewicht. Sag mir nicht. Oh oh, ich habe Gesellschaft. Alter, was gemein. Ich dachte, ich kann da locker jetzt zum Langhals rüberfahren. Wow, 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 wow. Leck mich fett. Junge, reicht. Mann! Hab gesagt, reicht. Ich hab gedacht, ich kann hier auf dem Typen hier locker mitfahren. War gar nicht vorgesehen, dass ich mitfahre oder was. Was ist das jetzt für ein Krach? Bestimmt bald brauchen. Ich kann hören, wie der Kopf repariert wird. Kannst du hören? Neuer Langhals. Der ist wieder ganz. Sachs Salzbiss. Könnte ihn die Schockwelle losreißen. Das ist cool.
Allerdings, ich habe alles gegeben, Jungs und Mädels, ich habe alles gegeben. Aber wir sind am Ende der Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich schaffe es halt, keine Brutstätte in einer Folge abzuschließen. Ich habe alles gegeben. Klappt nicht. Naja, ich wünsche euch was. Bye, bye.